Wir wollen uns jetzt verschiedene Modelle digitaler Identitäten anschauen. Eigentlich sind es gar nicht Modelle digitaler Identitäten, sondern verschiedene Modelle für das Identitätsmanagement, nämlich das isolierte und das zentrale Modell. Warum gibt es da überhaupt unterschiedliche Ideen, wie man mit solchen digitalen Identitäten umgeht? Na, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Die Idee war natürlich, dass in der Online-Welt immer einfacher für den Nutzer zu machen, zum Beispiel den Authentifizierungsprozess, sodass der Dienstanbieter dann es genau die Berechtigungen für den einzelnen Nutzer einstellen kann. Und auf der anderen Seite soll das Ganze natürlich auch sicherer werden, gerade in Anbetracht von großen Betrugsgeschichten rund um die digitalen Identitäten. Es haben sich also da verschiedene Modelle für das Identitätsmanagement entwickelt und die unterscheiden sich im Wesentlichen darin, wo denn die digitalen Identitäten etabliert werden, wo sie gespeichert werden, wo die Authentifizierung, also die Überprüfung, ob eine Person wirklich zu einer digitalen Identität gehört, erfolgt. Und wir gucken uns jetzt mal zwei Modelle genauer an, einmal das isolierte Modell und einmal das zentrale Modell. Lassen Sie uns mit dem isolierten Modell starten für das Identitätsmanagement. Und dort, das isolierte Modell, ist dadurch charakterisiert, dass der Online-Dienst selbst diese Identitäten verwaltet. Also er gibt den Nutzern die Möglichkeit, sich zu registrieren. Er etabliert dabei Identitäten, sammelt die Attribute, die diese Identität kennzeichnen. Da beim Dienst selber speichert diese entsprechenden Informationen in seiner Nutzerdatenbank. Und dann, wenn das erfolgt ist, führt er dann auch bei späteren Besuchen des Nutzers dann die Authentifizierung durch, also überprüft die Zuordnung von einer Person, die den Dienst nutzen will, zu einer dort hinterlegten digitalen Identität. Also der Nutzer hat bei jedem Online-Dienst eine eigene Identität. Vorteil dieses Ansatzes ist, dass der Dienst die volle Kontrolle hat. Der kann ganz genau sagen, ich muss das und das und das wissen von meinen Nutzern, bevor ich bereit bin, meinen Dienst diese nutzen zu lassen. Diese digitalen Identitäten sind für den Online-Dienst natürlich vertrauenswürdig. Er hat ja selbst die Maßstäbe festgelegt, wie diese etabliert werden und wie die Überprüfung, die Authentifizierung stattfindet. Er verlässt sich da auf sich selbst. Das sind die Vorteile dieses isolierten Ansatzes. Es gibt natürlich eine Reihe Nachteile. Wenn ein Nutzer, und zwar insbesondere auf der Nutzerseite, wenn ein Nutzer viele Dienste nutzt, und alle diese Dienste, dieses isolierte Identitätsmanagement durchführen, dann hat er viele verschiedene Identitäten. Manchmal sind es gleiche Attribute, Adresse, Bankverbindung, die dann jedes Mal wieder neu beim Registrierungsprozess angegeben werden müssen. Wenn sich da was ändert, muss er zu jedem einzelnen Dienst gehen und diese Veränderungen dann dort eintragen, dieses Attribut korrigieren. Also das ist für den Nutzer recht unbequem. Und auch auf der Diensteseite, auf der Seite des Online-Dienstes, gibt es natürlich Nachteile, weil der Dienst muss sich um etwas kümmern, was eigentlich gar nicht sein Geschäftsmodell ist. Er muss sich darum kümmern, diese Identitäten zu etablieren. Er muss sich um den Schutz die Speicherung dieser Identitäten kümmern. Er muss sich im Authentifizierungsprozess darum kümmern, sicher festzustellen, wer dieser Nutzer ist, der sich da anmeldet, um dann die entsprechenden Autorisationen freizugeben, dass dieses genutzt werden kann oder jenes oder das eingekauft werden kann. Und er muss sich um den Schutz dieser insbesondere Nutzerdatenbank kümmern, dass Hacker ihm das nicht stehlen. Gegenüber diesem isolierten Modell gibt es das zentrale Modell des Identitätsmanagements. Hier ist die Idee, es gibt einen separaten Dienst, den Identitätsprovider, der die Etablierung von solchen digitalen Identitäten übernimmt, der sich um das Management kümmert, um die Authentifizierungsprozesse, der sich um diesen ganzen Schutzmechanismus kümmert und der dann den
hinter ihnen liegenden Online-Diensten einfach sagt, das ist er oder das ist er nicht. Also es gibt einen zentralen Dienst, der sich um Registrierung und Verwaltung digitaler Identitäten kümmert, der sogenannte ID-Provider, der Identitätsprovider. Dieser Identitätsprovider übernimmt nicht nur die Etablierung von digitalen Identitäten, sondern übernimmt auch, kümmert sich um die Authentisierung und den Authentifizierungsprozess. Das heißt, über den ID-Provider kann der Nutzer eine digitale Identität bei ganz unterschiedlichen Diensten nutzen. Das hat natürlich bestimmte Konsequenzen. Also dieser ID-Provider ist vorbereitet, den verschiedenen Diensten die entsprechenden digitale Identität und die Attribute, die dieser Dienst braucht, von dieser Identität zu übermitteln. Das heißt, der Identitätsprovider gibt nicht notwendig alle Attribute, die er zur Etablierung einer digitalen Identität gesammelt hat, an den Dienst weiter, sondern er gibt nur die Attribute weiter, die der Dienst dann für seine Zwecke benötigt. Gucken wir uns die Vor- und Nachteile dieses zentralen Modells an, wo dieses ganze Identitätsmanagement ausgelagert ist zu einem Identitätsprovider. Vorteile: Das ist ein dezidierter Dienst, das ist ein Geschäftsmodell, sich um Identitäten zu kümmern und sich um die Sicherheit dieser Speicherung, also der Erstellung und der Speicherung zu kümmern und sich später natürlich auch um den Authentifizierungsprozess zu kümmern. Also ganz dezidiert, nicht als eine Nebenaufgabe neben dem eigentlichen Dienst, sondern der eigentliche Zweck dieses Dienstes ist es, sich um Identitäten zu kümmern. Die anderen Dienste, die werden freigestellt von diesem Aufwand. Natürlich muss man jetzt sehr genau hinschauen, wie gibt denn jetzt der Identitätsprovider seine Einschätzung, seine Zuordnung zu den digitalen Identitäten weiter. Das wird typischerweise mit Hilfe digitaler Token erfolgt. Die Online-Dienste, die dann so einen ID-Provider nutzen, müssen dem natürlich vertrauen und sichere Mechanismen aufbauen, diese Authentifizierungsinformationen zu erhalten von dem ID-Provider, dass dann der eigentliche Dienst weiß, ja, ich kann mich darauf verlassen, das ist die Person, die diesen Dienst anwendet. Auf der Seite des Anwenders vereinfacht sich vieles, denn er hat nur noch eine digitale Identität. Wenn da sich zum Beispiel Adresse ändert oder etwas, ist das nur an einer Stelle zu erledigen. Für die Authentifizierung, die Mechanismen, die da gebraucht werden, zum Beispiel Passwort oder anderes, das ist nur einmal nötig zu wählen. Aber es gibt Nachteile. Und dieser Nachteil ist in der Informatik, in der IT-Welt ein großer Nachteil, das ist der sogenannte Single Point of Failure. Wenn also ein was schiefläuft, wenn der Identity Provider ausfällt, dann können alle Dienste nicht mehr weiterarbeiten. Alle Dienste fehlt dann die Information, darf ich diesem Nutzer, ist dieser Nutzer autorisiert, da bestimmte Leistungen in Empfang zu nehmen oder nicht. Also Nachteil Single Point of Failure, das hat also verschiedene Aspekte. Einerseits, dass die Dienste ohne die Funktionstüchtigkeit und Fähigkeit des Identitätsprovider selber gar nicht mehr ihre Leistung anbieten können. Und auch in dem Sinne, dass es natürlich jetzt für Angreifer, für Hacker interessant ist, genau diesen Identitätsprovider anzugreifen und zu versuchen, dort Informationen runterzuladen. Warum? Wenn die Identitätsdaten in der Hand der Hacker sind, dann sind das die Daten, die gebraucht werden, um all die anderen Dienste zu nutzen. Und dann natürlich müssen die Dienste, jetzt das Innenverhältnis zwischen Dienst und ID-Provider, die müssen dem Identitätsprovider vertrauen. Die müssen diese Mechanismen, also wir hatten ja gesagt, da werden Token übermittelt, die müssen die erhalten, das muss sicher übermittelt werden und sie müssen sich dann verlassen können, dass der Identitätsprovider ordentlich gearbeitet hat. Wenn wir uns mal ansehen, wie jetzt dieses zentrale Identitätsmanagementmodell angewendet wird,
dann kann man zwei Szenarien sehen. Einerseits wird das zentrale Modell sehr oft innerhalb von Unternehmen eingesetzt. Da gibt es einen Dienst, der die Mitarbeiteridentitäten etabliert. Typischerweise geschieht das am Anfang beim Eintritt in das Unternehmen oder in die Organisation. Und dann erhält der Mitarbeiter eine Mitarbeiteridentität. Und mit der kann er dann auf die verschiedenen Online-Dienste, E-Mail, Kalender, interne Dateisysteme, Anwendungen zugreifen. Die Protokolle, die da im Hintergrund stehen und hier häufig verwendet werden, sind LDAP und Kerberos. Wir schauen uns das im Laufe des Kurses nochmal genauer an. Aber auch im Internet selbst, bei den Online-Diensten, die dort zur Verfügung stehen, findet das zentrale Modell Anwendung. Also zum Beispiel viele Webseiten bieten gar keine eigene Registrierungsmöglichkeit mehr an, sondern erwarten, dass man dass man ein Facebook-Login hat. Es gibt auch andere Dienste, aber lassen Sie uns dieses Facebook-Login mal angucken. Facebook, die ja das für ihren eigenen Dienst etabliert haben und dort ein Identitätsmanagement betreiben als großes Unternehmen, die bieten ihre Dienste auch dann solchen Online-Services an und sagen hier, wir können für euch die Identitäts-Provider-Funktion übernehmen. Wir können die Identitäten etablieren, wir können sie sicher verwalten, wir können sie authentifizieren, wenn ihr uns vertraut. Dann können wir diese ganze Registrierung und die ganze Authentifizierung über so einen Facebook-Account durchführen. Also das ist so eine typische Situation, die im Internet angewendet wird, die Sie dort sehen. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, diese beiden Formen des Identitätsmanagements, nämlich das isolierte und das zentrale Modell, dann lässt sich zum isolierten Modell sagen, jeder Dienst kümmert sich selbst um die Etablierung, um die Verwaltung, um die Speicherung, um den Schutz der digitalen Identitäten seiner Nutzer. Für den Anwender hat das den Nachteil, dass er sehr viele digitale Identitäten hat, nämlich bei jedem Dienst eine eigene Identität. Wenn sich zum Beispiel etwas ändert, seine Adresse oder seine Bankverbindung, dann muss er das auch bei jedem eigenen, dieses Attribut dann auch bei jedem dieser verschiedenen Dienste korrigieren. Nichtsdestotrotz, insbesondere weil auch dieser Passwortmechanismus so einfach ist für die Authentifizierung, ist dieses isolierte Modell das verbreitetste Modell im Internet. Das zentrale Identitätsmanagement, wo also ein dezidierter Dienst, der sogenannte Identitätsprovider, sich kümmert um die Erstellung und Verwaltung von digitalen Identitäten und dann diese Information dann den entsprechenden Diensten zur Verfügung stellt, also für die die Speicherung der digitalen Identitäten übernimmt, die Authentifizierung übernimmt und dann den Diensten, die ihm vertrauen, die also sagen, ja, wir lagern das gerne aus, übernimm du die Verwaltung der Identitäten, die kriegen dann über so einen internen Mechanismus, tokengetriebenen Mechanismus, dann immer vom Identitätsprovider die Information, ja, es ist der Nutzer oder der Nutzer konnte nicht authentifiziert werden. Für den Anwender hat das nun den Vorteil, dass er mit einer digitalen Identität jetzt bei ganz unterschiedlichen Diensten unterwegs sein kann und sich, wenn das ein Passwortmechanismus ist, eben nur ein Passwort merken muss. Also in diesem Sinne haben beide Modelle des Identitätsmanagements ihre Berechtigung. Das Zentrale ist sicherlich das professionellere, aber wir hatten ja gesehen, dass es da auch Probleme gibt, zum Beispiel in Bezug auf diesen Single Point of Failure-Eigenschaft.